Hallo Erkan, ich bin gerade auf der Gelsen, hab was Tolles erfahren. Hau die News hier mal raus. Okay, hau raus in den Sand. Warte mal. Maus. Okay, sehr spannend. Also Sinsan erzählt uns, Valve macht ein Game mit KI in puncto Bewegungsablass. Also wir dürfen in ihrem neuen Game eine KI erwarten, die ihresgleichen sucht. Da geballert wird, ist es klar, um welches Game sich handelt, und zwar um Half-Life 3. Oder doch 3. Was ist dann der Vorteil? Eine KI, die den Hintern tritt und die nie dasselbe tut. Das heißt, du hast richtig krasse NPCs auf einmal, also richtig krasse Gegner, oder? Die KI, also, boah. Wie kannst du die dann besiegen, wenn die so viel klüger ist? Wollen wir das? Jetzt schon schwer genug. Ui! Ja, bitte! Ja, und so, ey. Erkan im Kampf gegen die Erkanzierung. Aufschreiben nicht vergessen. Ja, stimmt. Was war es für ein Schritt? 200 noch was, ne? Aufgeschrieben mit Stift und Zettel. Cool. Wie läuft die Game? Erzähl sie uns, was hast du noch zu berichten? Hast du ein gutes, gute Gamescom gerade? Hast du eine gute Zeit? Ja, sie werden, wenden KI rein auf die Abläufe von jeglichen Objekten. Sie wollen sogar damit die Physik auf eine Art und Weise manipulieren, wie noch niemand. Aha. Ich meine... Klingt spannend. Also Objekte heißt quasi auch quasi, wenn das kaputt geht, wenn es zerballerst oder wie? Darf ich das so verstehen? Dass die KI checkt, wie was kaputt geht, wenn du was draufballerst? Ich mache jetzt auch mal KI hier, Brudi. Los geht's, KI. Aber nicht, dass irgendwann die KI noch klüger ist als wir im Game. Weißt du, was ich meine? Let's baller! Wir machen wöchentliche Missions, da krieg ich Points. Standhalten, Enemy 3 Gegner, 1000 Punkte. Und dann? Irgend um Fahrzeugen. Oh, das ist schwer. Wo 1000 mit stationären Waffen oder MGs? Krass. Kamera, Verschlussgewehren. Feuer, oh Gott. Moin, Michael, lass die Lüche. Ja, das weiß noch keiner so genau. Zu sehen gibt's eben nichts und es wird nur geredet. Okay. Feuersturm ist auch geil. Wir machen, oder machen wir Feuersturm? Komm, wir machen Feuersturm. Überlebe jeden Preis. Ich spiele allein an einem Team, um an riesen gefährlichen Welt. Ach. Ah, ne, Feuersturm. Na, schauen wir mal. Es ist der. Firestorm. Firestorm war doch diese krass. Nee. Firestorm, Kacke. Taktische Urban Conquest. Weil die Weekly Missions sind ja wohl kacke, oder? Muss ich sagen. War das so extra Zeug? Wo kann man das? In Deutschland? Brasilien? Da habe ich einen guten Ping in Deutschland. Da kann ich mir die Karte aussuchen. Wo Mutterschiff? Gerade fertig geworden. Ah, wir müssen mit den Kategorien ändern. Ist ein Mod da? Bitte Kategorien ändern. Aber Vox Populi Notbill, wir haben gerade geändert. Wir gehen jetzt auf Gaming. Ah, ist ein Mod da. Alle Mods.
Liebe Crystal Funk. Liebe Blue Eyes. Wollt ihr kurz den Titel ändern und die Kategorie, wenn ihr Bock habt? Eliminiert 10 Gegner. Aha. Mox Pop, ja, nicht. Aufklär. Arras. Ah, Arras ist schön. Ich ganz alleine. Hallo Tessa! Runde wird gestartet. Müsste mal, sobald ein Mod da ist, endet es bestimmt gerne. Wieso schaue ich nur nach hinten? Fahr mit nach vorne. Guten Abend, Liza Richie. Voll dumm, jetzt ist sie so hinten drin. Das nervt mich. Reiche 5200 Punkte als Aufklärer habe ich schon. Uiuiui. Hoffe echt noch, Ideen bringen gute Änderungen im Game. Ah, fuck. Ja, als im Nahkampf hätte ich jetzt nicht anvisieren sollen, ich Depp. Ist der Crystal Funk da? Ist die Blue Eyes da? Also Battlefield 5 lebt echt noch so stark. Der Church da, wow, krass, ist der schon kaputt. Ich geh mal Snap in den Church Tower rein. Man kennt die Map. Ich sehe keine Leute. Nächste da einer? Ah, hat mich ja erwischt. Scheiße. Es werden immer alte Maps genommen. So arbeitet man das Ganze einfach. Gerne, ja. Mods, könnt ihr mal ändern, bitte? Hallo, hallo, Mods, 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 Blue Eyes, Crystal Funk, Hallöchen, Hallöchen. Seid ihr anwesend? Nicht schlimmer, wäre cool, wenn man die Kategorie ändern könnte. Oi, fuck, hat mich erwischt. Ich kann es auch ändern. Ja klar, ich kann es ganz einfach ändern. Ah, ich dachte, es ist schön, wenn die Mods das machen. Ich weiß, ich kann es ändern. Ich habe es ja schon oft genug geändert. Das riecht nach Abmahnung. Ja, komm, wir ändern schnell. Warte, ich will ja... Boah, krass, gehen wir auf B, oder was? Ich tue Game.
Battlefield. Den Titel mache ich nachher. Den Titel können die Crew machen. Kein Personal da drüben. Oh, da drüben, die Sau. Shit. Okay. Ah, Sanitäter von Arsch, da rettet uns keiner. Ich habe nicht mal einen Squad. Okay, rein geht's. Schneiber. Da liegt eh schon einer. Ich habe zweimal getroffen. Der verrät mich ja. War davor. Da ist kein Schwein. Keine Gegner. Es ist Action, aber ich sehe keine Gegner. Du wurdest gesichtet, das ist kacke. Oh fuck! Vom Panzer. Scheiße. Ach so, scheiße. Es ist, wenn man alleine zockt, ne? 800 Punkte bis jetzt. Katastrophe. Wo gehen wir hin? Auf. Gehen wir auf F Richtung C. Da scheint da wenig los zu sein. Sozial. Das ist nur der Panzer, oder? Der ist schon tot. Und die fliegen von oben rein, die Schweine. Hat schon Niveau, ne, mit den Fliegern. Ah, fuck. Als haben sie auf mich reingeballert da drin. Die hätte ich von vorne schön killen können. Naja, okay. Okay, also nächster Versuch. Bin ich gestorben da? Wie kann ich auf F gehen? Ich geh nochmal auf F. Nochmal darüber. Da, wo es uns gerade erwischt hat. Da ist wenigstens Action, Jackson. Die mich gerade erwischt haben, wo sind die? Ist da jetzt gar keiner oder was? Und dann gehe ich wieder vor mir geballert, oder was? Wir haben das Ziel erobert. Ist jetzt keiner bei C, oder was? Schützengraben. Mach ich Points hier, schau mal. Pistole. Schau mal, eine geile Silberpistole ich hab. Ja. 1 gegen 1.
Irgendwo ist einer. Wo war der? Hinter mir. Der Pensen. Was die Preise? Für Handy werden auch angehoben, aber erst welche Preise, Talomeos? Boah, jetzt ist F auch schon auf den anderen. Soll es snipern? Komm, es muss ja einen sehen. Irgendeinen muss ich doch sehen. Ein Gegner. Gib mir einen Gegner. Eigentlich sind wir doch besser, komm her. Komm her. Scheiße, wieso habe ich den nicht getroffen? Zu hoch, zu weit unten, was? Nicht mal markiert habe ich den. Hey! Meine angeschossen. Was denn schon wieder? Da hinten habe ich null gesehen. Mechanical Wire, Hallöchen! Hallöchen! Hey, how you doing? Der Boss, Hallöchen! Der Boss, wie geht's? Ach, jetzt gehört uns C? Okay, ich hab es nicht erholt. Mach ich da Points? Ja. Fuck, da hinten war einer. Ja, hab ich gesehen. Geh mal runter, bis gleich. Ah, komm. Ich hatte nicht mehr lange durch. Nee, rette mich keiner. Ah, was vielleicht gibt, PS für die nächste Kampagne ein Zusatzprogramm für Abo bringen. Mit dem Unterstützung per E bekommst du im Game vom Singleplayer Games Weg erklären oder sogar beim Steuern der Hälfte dabei ist. Steuern hilft, geht so weit, dass dir richtig auf, was, dass es dir hilft, richtig auszuweichen, zum Beispiel, indem du Ausweichen übernimmst, wenn du es verkackst. Ja, ich will es eigentlich schon selber machen, ne? Also, logischerweise. Aber es ist cool. Ich bin ja nicht so ein KI-Fan. Ich finde es ja auch nicht richtig, dass man ein Spiel so schwer macht, dass es dann nur mit der KI schafft. Ja, fuck, den Flieger konnte ich nicht drücken. Ich bin nicht so ein KI-Fan. Ich brauche den ganzen künstlichen Scheiß. Mich nervt es auch, dass das Handy so viel... Verstehst du, dass wir die brauchen, bla bla. Ja, kein KI-Hasser, aber... Du willst ja spielen, um dich selber zu testen? Mal ein Spiel so machen, dass es schon mal machbar ist. Wie ich halt nie Gegner sehe, ne? Das ist krass. Points, 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 Points. Halaka! Wie schön war es damals? Das war super geil, Jakob. Die Schüsse, war, also um die Zeit war das. Das war so um die Zeit. Oh, jetzt wieder erobert und gleich gekillt, ey. Ein Flieger. Bin getroffen! Bin getroffen! Sanitäter! War geil auf dem Schiff damals. Wenn er hilft mir. Ah. Da hilft mir eh keiner. Ja, ich spiele ziemlich alleine. Ja, ja, ganz, ganz alleine. Geh mal auf C runter. Ich meine, die wissen ja, dass man von da kommt. Vielleicht von der Seite. Geh ins Kampf, geht's.
bin halt Sniper, ne? Kann ich nichts gegen Panzer machen. Zeig mir mal einen Soldier, Buddy. Da sind ganz wenig Soldiers unterwegs. Es ist hier ein Ziel unter Beschuss! Halt eure verdammte Stellung! Los, los, los! Fahrzeug-Hit, wow! Als Sniper. Wo versteckt er sich? Geh ich wieder hin, erwischt mich gleich. Wo ist der da? Wenn du hingehst, hat er dich. Irgendwo liegt da einer. Wo ist denn der? Ich kann mich einfach hinlegen und so erobern. Wo ist denn da einer? Hä? Okay, ich schon ein gutes und schönes One-Trick-Pony, aber wir auch nicht. One-Trick-Pony hier. Ja. Gut. Guter Beitrag. Der war hinter dem Auto, das Auto ist jetzt aber weg. Fuck, hat er mich erwischt, der Sturmsoldat. Shit! Hab ich gut gemacht eigentlich, strategisch. Jakob, Rufzeichen, wann kommt der Film? Ist auf Standby, Buddy. Ist auf Standby. Auch die. Ach komm, wir gehen mal das Gewehr, das ist auch lustig. Ah, fuck you, ey. Den hätte ich als Sniper so weggeballert. Also es ist auch ein bad timing, ne? Welches Viperlöche? Du würdest auf B los. Okay. Dann ändert sich die Lage schnell. Ja, B, warum nicht? B ist gut, ja. Oh, A ist auch unter Beschuss. Das Spiel ist immer noch in seiner Einfachheit echt geil. Gucken wir uns mal A zurück, oder? Gibt ja auch Punkte, so ist nicht. Wo ist denn einer? Gehört zu uns. Ah, jetzt holen wir uns A. Yes, Sir! Den habe ich erwischt. Ah, haben wir, oder? Ah, fuck, ey. Der hat mich direkt geholt, die Sau. Direkt. Ich würde mich ja gern freilich melden bei Battlefield. Immer noch besser als einen, nur wenn du möchtest. Rotspiel, hau rein, Brudi. Komm rein.
Komm rein. Siehst du die Lobby, wo ich bin? Komm noch dazu. Robert Spielewelt, gerne. Weißt du, was wir da machen? Siehst du die. Komm rein, du bist doch eh befreundet mit PlayStation, oder? Dann kannst du dich auch, selbst wenn ich nicht möchte, einfach dazukommen. Kannst auch gerne Disco mit dazukommen. Fuck, angeschossen nur. Ah, der von der Seite. Sir Kissy, Tag, was geht? Help! How you doing? Ja, bis ich es gesehen habe, ist zu spät. Im Haus an oben, ja. Das sieht man, am Zuschauer sieht man es einfach. Wow, krass, wir losen gerade ab hier. Was können wir? Panzerstation, oder? Warte mal. 248.300. Es ist noch machbar, aber die anderen scheinen mal wieder besser. Ah, der Traktor zu fahren, der macht Bock. Schau mal, der ist geil, der rote Traktor. Den fahren wir jetzt mal, der ist lustig. Den kann man doch normal fahren. Na, den nicht. Manche kann man fahren. Blazy nicht befreundet, der macht eine Anfrage. Habe ich angeschossen. Gekillt! Hast du den geilen Schuss gesehen? Der war cool, oder? Was habe ich abgeschlossen? Eine geile Challenge. Der war fies. Der war cool. Ich glaube, in keinem Spiel habe ich so viel Zeit mit dem Game verbracht. Ja, warte, wie kann ich es annehmen? Warte mal. Blazy, was? Wo finde ich das da? Ah, nee, warte, das finde ich. Ich weiß, wo ich es finde. Nein, Profil will ich nicht anzeigen. Crazy the Funky, kannst du den Titel ändern, bitte? Ich habe die Kategorie schon geändert, aber du lass dir was Cooles sagen. Batsch, Battlefield, Battled. Ballert im Battlefield. Links vom Ballermann. Hm, sowas. Wenn du Bock hast. Wieso ist der Bruder nicht auf der Gamescom? Ich dachte, ich treffe die zwei morgen. Nur gegen Kohle, Brudi. Ich lieg doch nicht einfach so aus Mallorca weg. Da wäre ich ja blöd. Nur gegen Kohle, mein Freund. Ansonsten halte ich meinen Arsch am Samstag in die Sonne. Ins Meer, in die Sonne. Schau mir die schöne Barnis oben ohne an. Das mache ich. So. Die. Geht ja nur die. Die gell? Aber dann geben wir mir eine Aufmerksamkeit, Umpflanze. Ach Gott. Wir brauchen keine auf. Wir selber brauchen da nicht hin. Wegen Aufmerksamkeit. Schau, Feind getroffen. Ah, scheiße. Hat der Panzer mich gekillt. Weil er mich als
Weil er mich als Dingsen. Ja, Battlegun, hallo! Easy Listener! Clever wäre es, jemand da zu streamen. Ja, wäre viel clever gewesen. Aber lohnt sich der Aufwand? Lohnt sich der Aufwand? Nee. Geh mal die Karre da rein. Gleich raus aus dem Ding. Machst du eine Kacke? Da gehst du einmal so einen scheiß Panzer rein, der kann nicht fahren. Es ist ja alles auch relativ. Bisschen Aufmerksamkeit. Ich weiß schon, du meinst es ja gut, aber. Dahin fliegen, Hotel, da habt ihr nur gegen Kohle. Echt so, sind ja 2 Tage, die da drauf gehen. Oh, da bin ich gut. Dann mach ich Punkte. Dann mach ich gerade voll die Punkte. Gut. Wer denn? Von wo denn? Ach, von links, den habe ich nicht gesehen. Games, ja, für uns lohnt sich das gar nicht. Nur gegen Kohle. Da rennen dann so viel rum von Aufmerksamkeit. Ich weiß, du meinst es ja super gut mit uns. Oh, da bin ich direkt im Kampf drin. Gekillt, oder? Wow, wir haben nur noch 9,5. Wir sind am Losen, hey. Krass, sind wir so schlecht. Blau so schlecht, krass. Die Anreise, ja, das ist schon zu much. Wenn du eben die Ecke bist, ist okay. Kombiniert mit dem Auftritt. Das sind die letzten Atemzüge hier von unserem Trupp. Fick dich. Der ballert auf mich ein. Ich lebe immer noch, sehr geil. Ich lebe immer noch, schau dir mal legendär an, wie ich das kann. Da liege, keiner sieht mich. Ich bin voll im Feindesland. Keiner erwartet mich hier. Ja, gar nicht. Ich bin ein Battlefelder. Ja, ich bin ein Battlefelder. Ach, liebe Mobs. Chris, bist du noch hier? Wollt ihr mal den Titel ändern? Chris LaFunky. Chris LaFunky, hörst du mich? Oder muss ich den machen? Bin dabei. Ach, danke schön. Cool, danke schön. Also, 1000 Punkte bekommen. Statistik. 4 Kills. Und wie viele Tode? Steht gar nicht da. 0,22, also. Ein Viertel, ein Fünftel, 12 oder was? Wieso stehen denn die Tode nicht da? Okay. Erkan, krass, 4,18. Ui. Boah, krass, 500, 500. Schau mal ganz oben. Ist Robert Spielewelt jetzt nicht dabei?
Lager Almerci. Oh, das muss ich aber nicht als Aufklärer spielen. Boah, da musst du von außen spielen. Boah, das ist eine sehr enge Map eigentlich. Du musst eigentlich als... Das ist keine Sniper-Map. Das ist wirklich keine Sniper-Map. Bist du am Element? Ja, Baby. Da gibt noch ein anderes Element, aber... Sound. Hörst du diesen komischen Hall? Komm, gib mir auch Punkte, Buddy. 50 Punkte erobern. Brauche ich noch 1400 Punkte? Echo. Nächste Woche ist auch wieder dabei. Ja, cool. Oh. Da lag einer plötzlich, kommt mir einfach ein Gegner entgegen. Wie krass war das denn jetzt gerade? Stürmen die voll auf uns zu. Du denkst, du gehst mit deinem Trupp spazieren, das habe ich noch nie gehabt. Du denkst, du gehst mit deinem Trupp spazieren und die rennen voll rein. Die Drehung, die es immer macht, das nervt immer. Da mit dem LMG habe ich mal so richtig geil ab. Eigentlich muss man da von der Sandwüste von außen auf Leute laufen. Lauern. Da sind sie! Scheißdreck! Erwischt, ey. Wer hat mich da erwischt? Der Sound macht mich fertig, oder? Zumindest hüpft da keiner blöd rum. Das ist schon mal ein Fortschritt. Sanitäter! Das haben sie einmal dumm aufgenommen. Hat sich immer gehalten. Sanitäter! Die Games-Industrie zum Beispiel macht, weil wir bei Synchron waren. Gibt da viel zu wenig Geld aus. Wo ist denn da einer? Kaum gehe ich um die Ecke, haben sie mich erwischt vorhin gehabt. Okay. Ungewolltes Dolby Atmos. Ja, da muss die PlayStation, glaube ich, neu laden. Aber ist jetzt bei dem Game natürlich kacke. Immer nix. Ich bleibe jetzt mal an der Stelle. Renne nicht blöd rein, weil ich bin Sniper. Oh, Nebel, bei dich, bei dem Nebel. Der ist schon tot. Oder? Nachladen. Wenn man Zeit hat, oh, da stehe ich. Na, so halb gut. Zeit da reingehen als Sniperer. Was sind sie gerade? Akku da? Ich stehe schön versteckt. Ja? Die Rival-Werbung ist alles, diese ganzen YouTube-Werbung, die können echt noch nach oben gehen. Also das Beste, Manscaped finde ich beschissenste Werbung. Saub mir eine Handgranate gehauen. Gekillt, hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Weil ich da so super stehe eigentlich. Da kommt keiner durch. Jeder, der an die Ecke gekriegt, von mir drauf.
dich mal richtig gut. Also für diesen... Für diese Phase des Kampfes. Ja, Waifu, dieser ganze Kack. Machen wir Werbung für gescheites Essen. Oder? Waifu, das ist noch warum... Waifu, das ist sowieso am warum Essen. Den Namen verstehe ich eh nicht. Wieder eingekillt, hast du gesehen? Ah, hat mich einer erwischt, aber ich habe ihn erwischt. Shit! Klingt schon nach Chemie. Ja, oder Y-Food. Twitch sollte Retro-Werbung einführen als Kategorie, das wäre gut. Geil, ich werde wiederbelebt. Das ist ja mal ein guter Trupp hier. Nur einen killen, kann ich zwei killen. Oh, ich brauche Medic. Schieß einfach raus, wie viel Kunden? Ich habe noch 19 Schuss. Ah, der hat mich erwischt. Scheiße! Waifu ist halt wohl voll ungefähr. Stimmt. Aber was ich cool finde, der Stefan macht ja so HelloFresh, das ist glaube ich ganz cool. Ich sterbe. Für jemanden findet Stefan ist super. Der jetzt alle ausgezogen ist von der Mama, jetzt muss er selber kochen und so. Das der aber der Stefan müsste HelloFresh Sponsoring haben. Der kauft das ja privat wirklich. Soll er mal anschreiben, denn die Jungs, hä? Haben die nicht mal angeschrieben? Da musst du immer so voll die Muskeln haben. Die Stelle ist cool. Lass blau schießen. Da stand ich nämlich gut dran, siehst du? Hart, ey. Ist hart. Aber weißt du was? Das Game zieht dich voll rein. Weißt du, so einfach und so real ist für mich. Eine gute Anleitung. Hallo Fresh, witzig. Eine gute Leute. Das ist witzig für Leute wie Stefan. Ist so eigentlich. Der sollte voll einen Werbevertrag bekommen für die. Kann er gerne alleine haben, dann die Kohle. Die Milliarden. Aber es ist ausgeglichen, weil ich vernünftig spiele. Weißt du, was der Robert spielen will? Schau, wenn ich zum Beispiel mich zurücknehme, nicht dumm nach vorne renne, sondern weil ich hier quasi den Rücken frei halte. B ist für die nicht einzuholen, weil ich das einfach verteidige. Obergott. Da, wo ich da stehe, ist nämlich richtig gut. Mit allergrößten Verlusten. Geht nur mit russischem Fleischwolf. Nach vor. Haben wir B, ja. Das kommt gleich, oder? Da ist eine Action-Booty. Kommen sie doch eh gleich, oder? Wird geballert, Brudi! Gekillt, hast du gesehen?
Erkan ist so gnadenlos. Ja, ich bin so gnadenlos. Der nächste, der hier kommt. Dieser Verlängerungsgasse. Bester Battlefield, wie ich finde. Alexander Christ, gebe ich dir komplett recht. Fünfer ist das Beste. Ich finde es total geil. Ich habe da 400 Stunden drin. Das Beste. Ich finde es so straight, so ehrlich, so cool. Ich zwingt da keinen, das zu zocken. Ich finde es einfach geil. Und ich hoffe, die stellen nie den Service ab. Ich meine, es ist auch noch lebendig, oder? Weiß nicht, was hat mehr Spieler? 42 oder... Oder das hier, Fünfer. Ach, muss ja noch Kalisto runterladen. Kalisto-Protokoll. Hier. Plasma-Cutter. Ich weiß, es war Dead Space, aber es ist ja eigentlich fast das gleiche Spiel. Auch so klug, dass die gleichzeitig rauskamen. So, leicht im Vorteil, wenn wir vernünftig spielen. Jetzt kommt da gleich die Gegenoffensive, oder? Hast du mit alles in meinem Spiel gespielt? Wie meinst du alles einmal? Was meinst du alles einmal? Was meinst du alles einmal? Jede Map oder jeden Charakter oder was meinst du? Oder sollte weniger Cheater. Man merkt, es sind mehr Leute. Stimmt, es sind weniger Cheater. Das glaube ich auch. Es ist irgendwie ehrlicher. Stimmt, es wäre so, wo du sagst, mir aufgefallen. Wer kommt da oben lang? Ich leuchte natürlich. Gibt es etwas, was noch nicht gespielt hat? Du meinst, welche Klasse? Du meinst, was meinst du, was ich noch nicht gespielt habe? Welche Klasse oder welches Spiel ich noch nicht gespielt habe? Coole Frage. Kalisto habe ich angefangen. Ich habe nie World of Warcraft gespielt. Ich habe nie Destiny 2 gespielt. Ich habe nie Fallout gespielt. Ich habe nie, meinst du das so? Welche Spiele? Ich habe gesagt schon, World of Warcraft oder haben wir nie gespielt? Zwei Reihen vorher. Jede Map, jede Schlacht. Ja, jede Map. Ich kenne alle Maps. Ja, so viele Maps sind es nicht. Jeden Map und ich glaube auch jeden Modus. Es gibt unterschiedliche Modi. Die Maps kenne ich ganz gut, ja. So, aber die Map habe ich jetzt noch nie als Sniper zum Beispiel gespielt. Erstaunlich, weil die Map ist eigentlich so reinrennen und Vollpower. Die jetzt als so Sniper spielen, ist außergewöhnlich. Weil es eine kleine Map ist. Die kam auch erst später. Das ist jetzt ein bisschen heftig. Ich bin mal ganz schön rasiert hier gerade. Sag ich doch. Ah, er ist da tot! Basic Solo. Welcome, World of Warcraft, neues Elum. Ich hab schon World of Warcraft, aber noch nur 4-5 Monate. Herr Erkan, hab am Dienstag ein Dönertier gekauft. Es lädt euch ankommen. Ja, so schnell geht's ja. Wir sind ja nicht Amazon, Brudi. Ja, wir sind ja ein kleiner Betrügerverein. Aber wir suchen hier und wir verdienen an den Dingen auch nichts. Wir wollen das ja für euch machen. Das ist ja ein Fanprojekt. Das wird schon noch ankommen, Brudi. Wo wohnst du denn? Timbuktu. Gehen wir wieder zurück. Oh, ist verloren gegangen. Finde ich gerade bei Battlefield auch, dass du fast überall lang gehen kannst. Hier komme ich ein bisschen zu nah ins Gefecht hier ran. Das ist ein bisschen kacke. Ich sage, es ist echt ungewöhnlich für das Game. 109 gegen 6-0, es ist ziemlich ausgeglichen. Scheiße! Scheiße, Rauchnebel da. Das ist ein bisschen kacke, jetzt stehe ich nicht so safe hier. Da war einer, da ist einer. Ja, auch. Komm raus. Boah, er hat mich auch gesehen. Hast du gesehen?
Fuck, erwischt, scheiße. Hier, wiederbeleben, geht da was? Nein. Hilf mir! Nein. Oh, es ist leichter, 75. Auf B, okay. Ne, ich kenne die Maps schon einigermaßen. Das Geile ist aber, dass die Maps nicht immer gleich offen sind. Also die sind unterschiedlich weit offen und so. Also die zum Beispiel hat jetzt eine Größe, die ist normal. Es ist eigentlich eine sehr close Map. Wie gesagt, da brauchst du als Sniper, kannst du kacken gehen. Aber ich spiele Sniper, weil es eine Challenge in dem, dass man so eine Sniper spielen soll. Also Wochen der Herausforderung. Und das Coole ist, wir spielen das ganz gut. 57, 49. Also es ist schön ausgeglichene Trupps. Gesehen? Zwei gekillt! Aber war klar, wenn du so close reingehst, erwischst du es ja auch. Es geht aber natürlich nicht, dass es schlecht geht im Gym. Nein, es hat keinen Karton. Das geht schon, MacBee. Das Dönertier, wie du so geiles bestellt hast, das überlebt es schon. Es kriegt Luft. Es hat genug Eiran dabei. 24, 8, jetzt sind wir zurück. Ah, ich hasse das. War mal so gut, jetzt sind wir, liegen wir hinterher, oder was? Yes, ein gekillt. Also mir nichts nicht. Jetzt alles nach vorne, Leute. 15 auf 18, come on. Steht oben. Jetzt alles reinhauen, komm. Und? Knapper Sieg, oder? Verbleibende Pawns. Sieg! Yes, sir! Er kann bester Mann! Er kann bester Mann! Mission failed. We'll get next. Cool, oder? 24.000 Punkte in der Truppe. Ja, wie krass ist das denn? Krass! 10.000 Punkte bekommen, geil. 8, 1,6, schauen wir mal meine gute KD an. Ah, Punktestand bin ich nicht weit vorne, oder? 8 Kills, 5 Tode, super. Wo ist Robert Spielewelt? Cool, oder? Schau mal, der Ümmel, 98er, weniger Tode. Aber der hat mehr Eroberung gemacht. 2 auf 4, Korte, 277. Hey, ich habe mich gut geschlagen. Schau mal, 8 mit 8. Der nächste 8, der 9er, 20. Mit 8 bin ich gut dabei, guck mal. Da wäre ich auf der anderen Seite, wäre ich auf Platz 10 oder sowas. Bin unterwegs, Internetstörung. Alles cool. Ich mal gucken, Cracker. Rotterdam! Da habe ich doch Aufklärer gemacht, oder? Jetzt spiele ich ja Ingenieur. Hallo! Da rattert, mache ich immer. Da brauchst du nichts mehr bei der Map.
Kein, guten Hunger, Dankeschön. Ah, das ist doch so hart. Shit. Tot. Ah, das wird die Statistik scheiße, die Map. Das wird die Statistik, die Hölle. Da wird so rasiert. Nonda geht's. Einfach draufhalten. Ah, von der Seite. Trupp komplett ausgelöscht. Na, da wissen wir jetzt schon, wer gewinnt, oder? Da wissen wir jetzt schon, wer gewinnt. Trupp spawnen. Spawnen. Es ist der Dings. Da habe ich so viel Muni. Wenn ich das gelegt hat. Fuck you, hey. Fuck, ich wusste, dass sie da rauskommen. Läuft bei dir, Kisslerfuck. Für'n Arsch läuft bei mir. Erkan sucht deinen nächsten Gegner schön. Cheers, Inga! Alter, schlau, Alter. Komm nochmal da an die Stelle. Nur keine Gegner, was ballern die da von hinten schon rum? Kommen da aus dem Nebel wieder raus. Ich halte mal, ich unterdrück dir mein Feuer. Fuck, aber die ist halt so unpräzise, die Gun, ja? Die haut raus, wie blöd. Aber es ist halt mega unpräzise. Aber wenn du mal eine gute Stelle hast, dann kannst du so rasieren. Weil du unendlich viel Muni hast, ne? Wir kamen doch gerade da von der Seite, oder? Pass mal auf hier. Kommt der Erkan auf die fiese Tour. Ja, lässig da oben gelegen ist. Wieder ein Leben ausgelöscht. Das ist eigentlich ganz cool hier oben, runterballern. So geil bei Battlefield, kannst du so überall rumlaufen. Hier könnte man gut runtersnipern, wenn da was ist. Oder? Eigentlich ist da der Fight auch. Aber mit der Waffe natürlich nicht. Guck mal, ich kann den gar nicht killen. Aber ich sichte total fiese. Geil, oder? Aber auf die Entfernung doch. Also da muss ich halt 100 mal treffen. Wieder gekillt. Das habe ich gemeint.
Warte, bin ich ein Sniper. Hat er gesehen, da oben, der Typ ist ja hart, oder? Hast du es gesehen? Wie geil es war, wie ich dann einfach von da oben runtergeballert habe. Das ist das Geile bei dem Game. Du kannst immer aus allen möglichen. Du findest immer irgendeine abgefahrene Stelle. War doch welche, oder? Du musst dich immer wieder an eine neue Situation anpassen. Ich weiß nicht, ob die KI das jemals hinkriegt. Ich kann mal da runterrennen. Ich kann mal B holen. Was ist voll vernachlässigen. Hast du gesehen? Ah, da stand um die Ecke die Sau. Aus zwei Richtungen. Einen habe ich gekillt. Ah, wir losen. We are losing. LMG kannst du Druck machen. Wow, krass, ist der reingekommen und ist gekillt. Wer war das denn? Der Cryptic Tamov. Der Typ war ja hart. Geil, wiederbelebt. Sehr gut. Wow! Knappes Ding. Ah! 1:1. Wo bist du? Bei Obermann, damit ich dich leichter finde. Warte mal, wo sehe ich denn das? Beim nächsten Tod. Schau mal hier. Robert, schau mal hier. Ich bin hier. Operation Underground Eroberung. Operation Underground. Siehst du es jetzt? Operation Underground, und das ist, glaube ich, Rotterdam, oder? Aber der Gärtner gibt Gas. Ah, gefunden. Wie geil. Boah, ein Schuss? Wie kann er mich mit einem Schuss töten? Na okay, das fühlt sich an wie ein Schuss. Rette mich, Anna. Geil. Sehr geil. Einen habe ich gekillt, dann sind rausgestürmt, die Schweine. Rette mich wieder einer. Geil, so hält man, so gewinnt man nämlich. Fuck, ey, schon wieder hat er mich erwischt. Geil, so macht man das. Aus. Krass, oder? Server, 7. Ah, fuck. Der kam von hinten, die Sau. Der hat einfach alle rasiert. Wer war das denn? Der 403 Kryptik. Der ist von hinten gekommen und alle gekillt. Der kam einfach von hinten und hat alle rasiert. Brutal. Ja, komm gerne dazu. Bist du jetzt schon in der Lobby, oder was? Robert Spielfeld.
Kannst auch gerne in Disco reinkommen, wenn du willst. Geh ich in Disco, können wir quatschen. Wieder die Stelle ist hart. Der Typ wieder von hinten, der harte vorhin, der war so krass. Ich bin Muni verteilt. Ich hab den Krypto gekillt. Live im Badezimmer. Komm rein, Budi. Warte. Hola, ¿qué tal, Roberto Spielewelt? Guten Abend. Ja, jetzt bin ich auch da. Na, warte, hört man dich, weil ich mach dich mal lauter. Ich mach mein Mikro ein bisschen. So ist besser. Okay. So, super. Wie geht's dir? Gut. Da war viel Arbeit, um zu finden, ne? Ja, ist nicht leicht. Das schon. Aber ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Alter Battlefielder. Wie heißt du? Heißt du dann im Game auch Robert Spielewelt? Wie heißt du da? Ja, genau. Ja, stimmt auch. Genau wie hier jetzt. Die Stelle ist hart hier. Ganze ist wie eine Nadel im Heuhaufen. Volles Nadel. Aber echt die Ecke, aber da kommen sie drei. Aber die sind besser als wir, komischerweise. Die machen einen Druck. Rüber. Ah, Turm komplett ausgelöscht. Der eine Typ, ist dieser eine Typ, dieser Krypto-Dings, der hat vorhin gleich 5 gekillt, glaube ich. Brutal. Weiter geht's. Nicht locker lassen, oder? Was spielst du für eine Klasse? Frage. Ich bin direkt noch am Anfang. Ich bin noch nicht so allzu weit damit. Also spielst du Sniper oder Medic oder Engineer oder? Mehr Sniper, ja. Das war mehr meins. Aus der Ferne ist immer am besten. Den habe ich schön rasiert. Ach, da kommt er von hinten, die Sau. Das ist wieder der Kryptik, Temov. Der macht es immer. Der kommt um die Ecke und rasiert alle ab. Hat er schon ein paar Mal gemacht. Gerade wieder. Wieder den gleichen Move. Wir sind alle da vorne. Eigentlich müsste man auf den warten, hey. Dass der wieder kommt. Jetzt hat er. Der kommt wahrscheinlich in 2 Minuten wieder. Trupp komplett ausgelöscht. Shit. Ich gehe jetzt meinen Torpote wegen, wie ich solchen Games immer gut bin. Mach nie das, was man erwartet, vor allem wenn vorne kommen. Lass einen, such einen anderen Weg. Flanken ist Gold wert. Das gebe ich dir völlig recht, Sinsan. So habe ich als Sniper schon ganz tolle Runden gespielt. Ich bin ja voll bei dir. Da hast du völlig recht, so wie der Kryptik gerade, dieser Typ. Da gebe ich dir völlig recht. Ich habe das oft so gemacht, dass ich... Deswegen mag ich nicht so Schlauch-Games, wenn du genau das machen musst. Nachladen. Aber da hast du wirklich recht, Sinsan. Was sieht denn da aus? Aber da sieht man wenigstens Feinde. Das Geile ist, dass es bei dem Game kein Friendly Fire gibt. Das Game mit Friendly Fire wäre eine ganz andere Sache, weil du kannst einfach Nebel reinballern. Es kommt eh gleich wieder verdammt. Der Dude da draußen. Was habe ich gesagt? Da ist er wieder. Ich habe gesagt, er kommt. Was habe ich vorher gesagt? Ich habe vorher gesagt, dass er wieder kommt, weil er diesen Stil hat. Ich habe es gewusst. Nie zweimal aus demselben Loch schauen, wegen der Gegner geschossen hat. Ist klar. Da meint man auch mal zwei. Ja, klar, logisch. Hä? Aber manchmal macht's. Oh, da bin ich ja voll in den Tod reingelaufen.
Aber manchmal macht es auch Bock, in eine Stelle reinzugehen, wo das Feuer, wo der Kampf quasi am Glühen ist. Weil das Langweiligste ist, wenn du bist und du. Da passiert nichts. Jetzt können die sogar mit der Stationary Gun da was machen. Weil die so nah an uns dran sind. Hä? Ah, okay. Mal gucken, der Dims, der muss ja eigentlich immer von rechts kommen, dieser Krypto-Typ, oder? Wo kommt denn der eigentlich immer her? Wo spawnt denn der? Da drüben, oder was? Und dann rennt er da runter und macht uns von hinten alle. Kommt der raus? Alter, was? Ja. Voll in den Rücken geschossen. Mensch. Asozial, oder? Von hinten gibt's kein Kindergeld. Ja, hart, ne? Wie geht's dir? No Name Product. Product, gut. Hallo, moin, SPIQ 87. Hola, hola. Okay. Auch die Runde werden wir verlieren. Hast du, spielst du viel Battlefield? Also, Alter, werden wir, das habe ich auch noch so lange nicht. Das wird eigentlich an einer Stelle, werden wir ständig unter Druck gesetzt von den Jungs. Die machen richtig Druck auf uns, weil sie besser sind. Die sind geübt darin. Sind wir außer Rand und Band? Kommen wir wieder unten hier rein, wetten? Nee, ab und zu Battlefield zockt man denn, wenn man richtig schlechte Laune hat, finde ich. Oder? Fein getroffen. Ja, oder? Ich finde es einfach so, ich finde es einfach aber fair irgendwie. Es ist so real. Es ist nicht so, du kannst einfach echt überall hingehen. Ja. Wieder, aber da sind sie auch gesagt, du kannst echt auch alle möglichen Waffen machen. Also, Strategien spielen, ne? Na, kannst du aufrüsten, Waffen wahrscheinlich noch? Ja, nicht so super viel, finde ich. Also, das bringt schon was, aber es gibt jetzt nicht so, in meinen Augen gibt es nicht so Überwaffe. Aber du kannst echt, was ist jetzt mit, du kannst, oh, der ist ja voll hinten, der ist der Druck. Ja, du kannst Schalldämpfer raufmachen, Zielfernrohr und sowas. Stimmt, ja. Aber du kannst echt überlegen, welche Klasse du spielst und das macht immer mega Unterschied. Ja. Na klar, Sanitäter und das alles. Ja, Map und Klasse macht echt einen riesen Unterschied. Zum Beispiel da gibt es auf B diese Station, wo es da hochgeht. Ist gerade wohl frei, oder was? Ja. Ja, krass. Ja, er hat die Mega-Waffe gehabt. Da oben die Station, die B. Boah, die wüten da rum. Da kommen wir, sind da nicht mal bei B gelandet. Die sind so gut. Man müsste eigentlich zu B die ganze Zeit vorlaufen. Und da würde sich eigentlich das entscheiden. Oh, bei A sind wir jetzt. Wir müssen Points machen hier. Junge, ist ja wie in China hier. Chinesisches Feuerwerk. Da ballern die hier alle rum. Hä? Ah, shit. Wie kann man das rufen? Was ist das? Munitionsrufen? Nee, oder man was? Kann irgendwie extra was rufen als Ziel, als Truppenleader. Kann man so Aufträge rufen, aber ich habe ich selten gemacht, weil ich bin ein Squad-Leader, weil ich alleine bin. Okay. Den kann ich jetzt nicht verlieren. Nee, ich bin hier voll in der falschen Truppe. Ah, fuck. Ah, wusste ich, dass die da hinten warten. Boah. Ist hier auch mal alles in Ordnung? Danke, Nachfrage. Wunderbar. Ba, 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 ba. Und wie war der Urlaub? Gut? Ich denke mal Granate, oder? Sommerurlaub. Ja. Ja. Da, da, da. Sommerurlaub ist mal das Beste, finde ich. Ist so. Naja, nächstes Jahr geht's wieder nach Ibiza. Doch mal nach unten durch. Alter. Fuck, ey. Wieso hat er mich erwischt? Okay, der ist Stufe 500. Also anscheinend seine Waffe, entweder ist er so gut oder eine Waffe ist doch irgendwas anders.
Portal. Oh, da sind wir ja gerade. Wo sind wir denn da gelandet? Ideal im Heuhaufen. Schau mal, was wir hier erobern. Schön hinten an A dran. Da mal hinten Druck machen, das ist ja gut. Jetzt haben sie uns entdeckt. Alter. Cool, ich bin der Einzige. Schau mal, ich erobere das 1 zu 1. Oder 2 zu 1 anscheinend. 2 zu 1 sind wir da oben gerade. Fuck, Alter. Ja, das bin ich 1 zu 1. Wo ist der Typ? Was ist denn? Wie lange ist er? Achso, ich bin jetzt nicht so gut. Ja. Wahrscheinlich sitzt er gerade neben mir. Ah, fuck! Hab mich gesehen. PL Chaos. Oh, okay. Na, da wird mich keiner wieder überleben. Aber immerhin, Pünktchen gemacht. Komm, ich wenn die alle ran, weiter vorrennen. 3, 2, 1. Der Gaming-Typ ist gut. Oh, glaube ich. So. Ist das jetzt? Ah, fuck! Wieso sieht er mich und ich sehe ihn nicht? Scheiße. Weil ich halt dumm an dem Baum stand. Das ist, ja, wie so Versteckspiel halt. Ja, voll, das war jetzt. Und das ist jedes Mal plötzlich bist du in so einer ganz anderen Situation drin. Ich meine, das Ding ist eh gleich durch. 40. Oh, er ist gestorben. Ich meine, wir sind in der wir sind so am Verteidigen. Komm da unten raus. Mit der Waffe kannst du ja voll rasieren. Einfach blind reinschießen. Ja, oder direkt Granate rein. Kannst ja voll blind reinschießen, weil die alle da kommen. Vielleicht der nächste. Da ist ein Nest. Dann wird da einen Nebel reinschießen. Zum eh durch. 4 haben wir noch. Dann verschieße ich mein letztes Pulver hier. Na, ja, das war's. Shit, 0 auf 319. Weil, naja, eine Ansage unsererseits ist was anderes. Jo, 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 jetzt kommt gleich der Stefan in 4 Minuten, da brauche ich jetzt keine neue Runde anfangen. Gucken wir uns mal die Statistiken an. Es oft zu vermuten, wo andere sein könnten, ist echt so, Easy Listener. So eine Kack-Map, ich mag die eigentlich ganz gern. Also, erinnert sich. 7, naja, okay, nur 36 natürlich jetzt nicht so toll. Aber wieder auf 26, 7, 19. Naja, kostet 3000 Punkte. Habt ihr ein paar Abschüsse gemacht? Wie habt ihr eben. Wie, ihr habt niemanden gekillt? Ich habe 7 Leute gekillt, liebe Surfen-Volley. Was redest du? Überblick. Plaudertasche, Stolen. Verursacht 1000 mit. Statt der MPGs? Nee, ist ja nicht. Also auf Rang. Ach, ich bin aber schon Rang 97. Auf 98 muss ich jetzt 75.000 Punkte machen. Ah, die guten Maps kommen erst jetzt erst. Ja, 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 ja. Aha. Okay. Ja, stell mal, ich schätze mal, Stefan kommt bald. Insofern macht ein neues Game jetzt keinen Sinn. Okay. Aber du kannst gern anders mal wieder mitzocken. Oh, leise.